Herzlich willkommen, liebe Leute, jetzt doch mit Facecam und zum neuen Part von Let's Play The Lesson of Zelda Breath of the Wild. So. Ja, Facecam geht es doch, das ist auch kein Wunder das Ganze, sondern einfach eine gefixte Sache von mir, bei der es also zufrieden, wenn das funktioniert hat. So. Alles klar, hört ihr das? Bei uns gewittert es draußen irgendwie um 10 in der Früh, beängstigend. Ein bisschen vielleicht. Ah, okay, damit kommen wir vergessen. So, Servus an Letzten auf Anton. Servus an Just the Freak und Servus an einfach sonst alle, die sich überlegt haben, mir dem dummen Typ hinter der Kamera zuzusehen. So. Es ist eine Woche her, wo ich das letzte Mal Zelda hatte. Und ich hab keine Ahnung mehr, was wir da machen wollten. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal durch die Gegend und tun uns mit dem Pferd nochmal sympathischer machen, dadurch, dass wir es tätzeln. Denn das ist ja letztlich Sinn und Zweck, dass wir uns beim Pferd möglichst sympathisch machen. So. Ui, das war... Das zügelte man Falltaste. So, und... Geil rausgesprungen. Was haben wir hier? Guten Tag, willkommen im Gasthaus. Das normale Bett kostet eine Rubin, das Luxusbett kostet 40. Naja, aber eigentlich ist es gerade 15 Uhr, das heißt, wir wollen eigentlich nix. Also raus, ich wollte nur mal schauen, was hier drin ist. Weil... Na gut, konnte man eigentlich dessen ja auch annehmen, aber ich wusste es nicht mehr so ganz, ne? So, Anton, wie geht's dir? Achso, ja, ihr könnt Discord kommen. Übrigens, habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber es ist krasse Tatsache. Ihr könnt gerne auf Discord kommen und reden. Ich bin jetzt nämlich inzwischen... Halt. Ich bin nämlich jetzt auch in Discord rennen. So. Gut. Mir geht es wunderbar. Was? Mir geht es mir. Warte mal. Mit ihr gibt es eine Wurst bei einem Typen. Was? Du schreibst ein Rätsel, Anton. Aber okay. Wie ich dir einfach zuerst gelesen habe, mir geht es wunderbar, weil es. Mal lesen im Arsch war. So. Ja, Topic für den Part hier ist eigentlich nicht viel, bisschen so Smalltalk labern und einfach hier in Zelda durch die Gegend gehen, ganz gezielt am Morgen, so wie wir es wollen. Jetzt hören wir mal nach oben zur Tino-Industrie, weil ich glaube, da gab es auch irgendwas zu machen, weiß ich nicht mehr. Aber ja, irgendwas gab es da, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr was. Boah, soll ich dort? Ich bin leicht müde irgendwie gerade noch. Halt. Kann ich das jetzt hier? Weil der Bulle jetzt sauer auf mich wird? Und sicher, nee, wieso nicht? Immer cool, sag ich mal. Bullen hauen, die werden einen dann nicht sauer deswegen. Ja, das ist interessant. Ja, gut, da konnte man Hirse jagen. Das ist ein bisschen zu schlecht. Da war es das letzte Mal zu schlecht. Wenn es preis, machen wir das jetzt mal lieber nicht. Aber wir gehen mal hier rein. Hallo, ich wollte. Link, ich will nur hier reingehen. Nichts anderes. So, ich habe ein Rätsel für dich, Mann. Kein Rätsel für dich. Man ist in einem leeren Raum und hat sich erhangen. Unter ihm ist eine Pütze. Wie hat er sich erhangen? Leerer Raum, Pütze, wie darf ich sagen? Mit seinem T-Shirt. Pause, jetzt hat ein T-Shirt an. Ja, man kann sich mit dem T-Shirt theoretisch erhängen. Also ich habe da natürlich keine Erfahrung mit, aber ich glaube, dass sowas theoretisch möglich ist. Wollte ich mal sagen.
So, hier ist aber interessant, weil in diesem Bauernhaus haben wir eigentlich nichts verloren, die Privateigentum. Also, let's go out. Wir wollen zur Mühle. Also, wir haben die richtige Latino-Industrie. Mal sagen, was ist denn hier? Ne, es geht noch weiter. Wir waren jetzt erst beim Bauernhof, ich erinnere mich. Da war ja was. Alter, bei uns gewittert es draußen, das ist schlimm. Wieder hört ihr das im Hintergrund? Latino Strand. What? Der GG, ich hab den aber einen Strand haben. Ja, ich weiß richtig laut sagen, GG, als ob. Vermutlich. Ja, kann man richtig schon Urlaub machen, weil ich fliege selbst morgen zu Strandurlaub. Und da freue ich mich richtig. Und da kann ich mich richtig einstimmen mit dem Strand hier in Athen. Ne? Weil das spielt es ja an. Ich meine, wenn ihr das Video dann sieht, seht, wenn ich es online stelle, ne, dann bin ich vermutlich gerade so ein im Urlaub. Ja, aber hier geht's in der Tat zum Strand. Wo ich jetzt leider halt erst abends hinkommen, aber was soll's. So. Dann hat es mit einem Seil. Wie soll es in einem Raum mit dem Seil hängen haben? Eine Pfütze, ja gut. Okay, er hat ein Seil und Pfütze. Ach so, wie? Ich weiß nicht mal jetzt. Gute Frage. So viel Gehirnsport. Nee, ich würde sagen. Irgendwie an der Decke, irgendwas, keine Ahnung. Meine, irgendwas wird da in der im Raum sein, wo man ein Seil dran bindet kann. Fenster, weiß ich gar nicht, was ins Raum kann. Fenster hat dann. Digga, was ist denn für eine Scheiße hier? Auf Gehirn. Also, wenn man einmal nur zum Strand gehen müsste. Ach du Scheiße. Leben. Digga! Ich komme hier gerade. Ich wollte eigentlich liegen Strandurlaub haben, muss ein bisschen. Nehmen! Müssen wir bei der Hotelrezeption beschweren, oder wie? Als ob es die Scheiße hier mal wieder zusammenbaut. Jetzt hat, oder? So, aus dem alles, was nehmen kann. Kabane verkaufen. Nein, er hatte. Okay, aber. Hier hat Tenostrand und Monster. Und die musst du alle töten. In Aufgabe erledigt. Okay. So. Oh. Ilsas Bumerang. Das ist mal eine total interessante Sache, ne? Auch das hält. Fuck, und dann nee, kommen wir in die Waffentasse fallen, aber das macht nichts. Wir haben nämlich eh nur zu besessene Waffen. Da kommen wir ein bisschen was umtauschen. Haben dann coole Sachen. Weißt du. Bock in Knochen. Mal ganz ehrlich. Wegwerfen. 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 Wo sie brauchen wir Bockenknochen? Ja, ich weiß zwar die, ich denke mal, was heißt drauf. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder die ganzen Bockling.
Scheiße genommen. So. Nein. Digga! Ach, das zählt, ich bin ja dumm. Wissen zählt. Bogen erzählt. Ja, lass das Schild wohl. Es wären Herzens erstmal da. Okay, ich gucke mal geschwind. War das mal. So, also, das ist ein Rest, das hat alles eine Aufgabe. Das haben wir einfach mal, aber ich wollte mich dann auch mal anschauen. So, um 12:30 ist doch definitiv cool, sich die mal anzuschauen. Nein, so, es geht wieder nach oben. Ich wollte eigentlich kurz zur Athena-Industrie schauen. Da habe ich jetzt, denke ich, so am Strand gemacht und ich werde dann gleich aber auch so einen Bauern aufschauen. So, danke von Tipp auf jeden Fall. Oh. So. Also, übrigens, vielleicht mal was erwähnt zu haben. Ich bin jetzt von Woche in Urlaub ab morgen. Und in dieser Woche, ich habe jetzt Videos vorproduziert, die in dieser Woche einfach kommen werden, die ihr dann dementsprechend ansehen könnt. Es sollte, denke ich mal, genug sein, um euch das angenehm anzuschauen. Und da kommt halt jeden Tag ein Video. Und ich denke mal, das ist in Ordnung. Da kommt wirklich jeden Tag ein Video, nicht bei der Gamescom. Jeder das den zweiten Tag nicht mehr tun oder so, weil. Ja. Ist dann irgendwo doch ein bisschen wenig. Und ich muss ans Telefon. Juhu. Ja, juhu, das Frühstück, das finde ich jetzt sehr passend und sehr angenehm, die Uhrzeit, ne? Aber was soll's, also wenn ich jetzt gerade streame. Ja, dementsprechend antwortet auch, wie lange ich streame, nicht mal lang, 5 Minuten, höchstens, weil es dann, wie gesagt, frühstücken muss, ja geil. Dementsprechend haben wir, wie gesagt, wir wollen nur mal kurz in die Partie Latino Industrie hoch. Und gehen dann nach, Gott sei Dank, wirklich nicht zurück. Alter, ob wir jetzt verlaufen? Nee. Habe ich nicht, weil wir da richtig sind. Sehr gut. Dachte gerade, das Dreck heißt, es hat mich verlaufen. Aber das habe ich nicht mal. Oder hat mich doch verlaufen. Hä? Ah ne, doch, zum da jetzt dann lang. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Übrigens, wie gesagt, was Ding mehr gestrickt, dass ich eine Woche weg bin. Und da kommen halt immer Videos, das ist dementsprechend. Sehr angenehm.
Wo ich danach noch streamen, weiß es nicht. Eventuell streamen wir heute Nachmittag nochmal. Muss ja was holen, weil ich muss halt die Videos, die ich vorher aufgenommen habe, noch rendern. Deshalb braucht halt auch viel Zeit, sage ich mal. Dementsprechend kann ich jetzt noch nicht sagen, ob es heute noch streamen. Vielleicht heute Abend nochmal. So bevor ich in Urlaub fliege, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Vielleicht dann nochmal, aber ansonsten, wenn ich in Urlaub bin, werde ich in der Woche gar nichts von mir anfangen, vermutlich. Dann nehme ich nicht mal mein PC und alles mit, weil ich einfach Urlaub mache. Aber ja, heute Abend streamen ist wahrscheinlich nochmal. Ich schreibe dir, falls dem so sein sollte. So, Tino-Industrie, genau, geht hier. Alles richtig, alles gut. Ja, wie gesagt, für Videovorrat ist vorgesorgt. Auch das neue Pokémon Tekken Switch Demo werde ich, während ich weg bin, spielen. Brave Kinder sollen ja besser anderswo spielen als in der Industrie. Das ist ja mal wieder eine sehr glorreiche Tatsache. Darf die Eltern für ihre Kinder nehmen und nehmen. So, jetzt haben wir mehr Äpfel. Et voilà, hier sind wir an der Industrie. Ui, wird's kalt, glaube ich, aber so ein Einwand. So. Morgen! Hast du antike Materialien mitgebracht? Antike Materialien? Antike Materialien, das sind Teile, die besiegte Weste hinterlassen. Soweit ich weiß, sammelt auch Rubello von Akala Industrie die Dinger. Wie dem auch sei, besiege am besten alle Wester, die über den Weg laufen. Dann kannst du antike Materialien sammeln und gleichzeitig den Dank der Leute entahnen. Kann ich dir also irgendwie helfen? Rubello. Rubello war mein Assistent. Er sollte immer noch am äußersten Ende von Akala die Wester erforschen. Ich habe ihn allerdings seit 100 Jahren nicht gesehen. Das ist schlecht. Weil wenn er immer noch irgendwo im Kosovo sein soll und sie ihn 100 Jahre nicht gesehen hat. Also, ja. Okay. Nie Wiedersehen. So, und hier haben wir auch nochmal Sven. Guten Morgen, wie kann ich dir weiterhelfen? Nee, eigentlich gar nicht. Ich wollte einfach nur hinkommen mit diesem Buch. Weil ich auch gar nicht das Buch sein wollte. Hier kann ich mal Tickers da hinlegen, ne? Man kann so nichts hier. So. Also, ich werde nämlich jetzt im nächsten Part zum Bauernhof gehen und dann zum Strand gehen und die Aufgaben machen. Planmäßig zumindest, weil ich das im nächsten Part machen. Das war's mit dem Part, sorry, dass der jetzt vielleicht ein bisschen kürzer geworden ist, aber es muss jetzt frühstücken gehen. Bäh. Hilft nicht, ja. Manchmal hat man auch noch, hat man manchmal auch so ein etwas namens Free Life, was man irgendwie beachten muss. Das hilft nichts. Aber das war's, wie gesagt, mit dem Part. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.